Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir wieder einen neuen Mitspieler auf meinem Kanal. Und zwar ist das der AFK-Karl- aus dem Clan Try-It, ne? T-R-Y-I-T, mit der neuen amerikanischen Arti M53, M55 auf der Map Küste im Norden gestartet. 10er, 9er Battle, wir haben hier 5 10er, 10 9er und darunter haben wir 5 Heavys, 5 mittlere Panzer, 1 TD, 2 Lights und 2 Milliarden. So, da eben doch schon mal auf das Objekt 140 der Gegenseite. Und bumm, die Kiste ging rein. Reloadzeit haben wir jetzt 32,67. Einziehzeit haben wir 4,7 Sekunden. Na, 4,9, aber wird ein bisschen weniger sein. Sagen wir mal 4,8. Okay. Ja. Munitionsverteidigung hat er also, 12 mal Standard HE, 1050 Damage, 52 Durchschlag, 11 Meter und 11,1 mit also Splash-Radius. So, jetzt habe ich es und dann hat er 8 mal. Aber wir warten auf den T49. Wow, Blattschuss, den T49 in die Garage gekloppt. 1119, aber volles Brett. Wahnsinn, was für ein Schuss. Ja, 8 mal die Premium HE dabei mit 12 Meter und 2 Splash Radius. Ja, dann hat der Oktan hier dabei, habe ich noch nie gesehen bei der Arti. Okay, warum nicht, ne? So, jetzt erstmal auf den E75, Schuss geht raus, Volltreffer 487, meine Güte, hämmern die rein. Ja. Dann Cola als Ration für die amerikanische Crew und großes Medkit. So, 17 Sekunden müssen wir noch warten. Dann können wir nochmal Mission gucken. Das ist Selbstverflette 5. Teilen macht Freude in Richtung Objekt 260. Ja klar, er teilt die Granaten auf alle auf. Nicht schlecht, was hier schon wieder los ist. 3:3 ist, steht es. So, jetzt die Zweiergruppe. Beide getroffen, E75 und den Ridorisse Runde. Ja, 282 die E75 und 511 den Ridorisse Runde. Nicht schlecht, 2399 Damage. So, jetzt kommt Oktan zum Einsatz. Na, ist die Arti ein bisschen schneller wohl. 56 km/h fährt sie normalerweise. Ja, da kommt sie auch flott unterwegs, ne? Auf Touren. Ja, 14 km/h rückwärts, 5 Grad geht die Kanone nach unten, falls ein Gegner zu nahe kommt. Der Richtbereich ist 30 Grad, ne? Also links wie rechts, ehe die, der Zielkreis wieder aufgeht und zum Einnehmen. Und Sichtweite haben wir hier 300 Meter. Echt? So wenig? Naja. Okay. So, jetzt auf die Insel gefahren hier. Auf die Position D0. 4:3 steht es. Und dann Rido Seronte. Einzielen. Breitseite. Los. Klick. Fertig. Volltreffer. 415. Und dann gibt es noch Standschaden dazu. Na, 407 Standschaden. Rido Seronte raus. 5:4. Ja, E50, der Clan Try It ist mir schon bekannt. Ich glaube, das hässliche Endline war letztens auf meinem Kanal und dies demselbigen Clan. Ne? So, E50 versteckt sich da. Nee, da kommt er nicht drauf. Oh, der T49 da am Anfang, meine Fresse, du Tausender Hit. Wahnsinn. Ja, und E50. Ja. Er ist ein bisschen schnell unterwegs. Und? Schuss raus. Jawoll. Da gibt es wieder 327 auf den E50 und dann noch Stenschan 196 und raus damit. 6:6. 5 Minuten sind rum. 2814 Damage. Nicht von schlechten Eltern hier.
Ah, das ist aber ein guter Tipp hier mit der Oktanzahl, also hier mit diesem Oktan Zusatzsprit. So, E75, 428 Hitpoints. Weg die Kiste, ab in die Garage. Zweiter Kill. Arme Sau. Er hat's kommen sehen. Wahnsinn. Tja, so macht das Freude. Ich hoffe, es macht dann auch noch Freude, falls hier das so kommt wie auf den Sandbox-Server. Ich weiß nicht. So, CS59, Schuss geht raus. Ah, leicht drüber geschossen. Ja, 178, naja. Oh, Skoda T50 klippt den CS, wie heißt der CS59 raus? So, jetzt wird nochmal der Motor angeschmissen hier. Ein Stück verlegt, aber nur ein ganz Stück. So, Objekt 140, was haben wir da noch? ST1. Jawohl, durchgeladen, einzielen. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ah, bisschen knapp, 70. Aber der GWT hat auch getroffen, so wie das auch schon. Und zack. Standschaden auch noch 408 dazu. Meine Güte da. Unterstützungsschaden 443, 315. Nicht schlecht. 3500 Damage, 1165 Unterstützungsschaden. Da kommt eine Menge zusammen. 10 zu 8 steht es. So. 7 Minuten sind rum. Gleich kommen wir zur Halbzeit der Runde. Ohne Pause. So, jetzt heißt es ein bisschen Geduld haben. Wir brauchen Ziele. So, da sind wir. Da ist die 212A. Ah, da schießt er nicht mehr drauf. Dann nimmt er hier den STHV 103B. Oh, die M53 ist auch da. Oh, volles Brett. Jawohl, 485. So, das ist die gegnerische M53, M55. Schauen wir mal, was er da nimmt. Da ist die 212A. Raus damit. 13 zu 8. So, die gegnerische M53 versucht zu flüchten. Weg ist sie und nur noch der STHV 103B. Da ist er. Schuss geht raus. Und jawohl. Dritter Kill und wir sehen uns in den Stats. So, und da sind wir bei den Stats. Ja, und das war die erste Gunmark. Und dann haben wir das Panzer, dann haben wir Schläger, die Goros-Medaille für 10-mal so viel Damage wie Hitpoints, 70.377 Credits, XP, kommen wir später. 25 von den Anleihen und das Großkaliber. Dann gehen wir in den Teamscore. 5.404 Damage, 3 Kills, 1.275 Basis-XP und dann gehen wir in den Report rein. 11-mal geschossen, 8-mal getroffen, 2-mal durchschlagen, 10-mal Splash. Dann haben wir Unterstützungsschaden anderer Mitspieler, 1165 Damage und den Standschaden 1419, macht einen kombinierten Schaden von 7988. Ja, gefahren 660 Meter, sogar auf die Insel. Ja, und dann haben wir 46.918 Credits abzüglich Munition und Ration und Kit. Ja, das macht ein Minus von 24.233.
Und dann gucken wir hier mal, ja, 9 Minuten hat das Ganze gedauert. Ja, und dann haben wir hier 1275 XP mal 2 für den ersten Tagessieg der Bach und Siegbonus macht 3826 XP und 192 freie Erfahrung. Ja, wunderbar, schöne Runde, vor allem dieses fette Ding 1119 auf den T49. Bumm, weg war die Kiste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.